Hello, hello, willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und heute geht's, wie man unschwer erkennen kann, um Missen Inspiration und zwar die Mini Missen Inspiration. Mitte des Monats wird ja immer ein kreativer Tag gestaltet oder ein Tag kreativ gestaltet, wie auch immer man das nennen mag. Thema heute ist Dots and Doodles. Das Ganze ist nach einer Idee von Maldeken Art, dessen Kanal ich auch unter meinem Video verlinkt habe. Falls du neugierig bist, schau auch gerne dort mal vorbei. Er hat immer super tolle Sachen. Ja, es ist etwas verwunderlich. Diesmal gibt es ein Voice-Over, da ich während des Videos irgendwie mit meinem Mikrofon Futzack gemacht habe und das ein extremes Echo gewesen ist bei der Aufnahme. Ergo wird jetzt einfach hier von mir so das Video drüber gesprochen. Ja, wie du siehst, ich mache mir gerade erstmal den Hintergrund, habe mir die Farben da auf meiner Glasplatte gemixt und dippe jetzt einfach nur den Tag so immer wieder da rein. Zwischendurch föhne ich das Ganze, dann kommt die nächste Farbe und so weiter, bis der Hintergrund dann dementsprechend mir so gefällt. Ja, Dots and Doodles nochmal das Thema, also Punkte und Gemaltes. Und das werde ich jetzt irgendwie miteinander kombinieren. Ja. Ja, mittlerweile bin ich beim Doodeln angekommen. Ich versuche jetzt hier irgendwelche Fantasieblümchen, Blüten, wie auch immer, da drauf zu malen. Ja, und das wird das Ganze jetzt hier mit den Rückseiten. Ich habe da gerade eine Häkelnadel in der Hand, also mit der Rückseite davon mache ich jetzt halt diese Dots, also die Punkte. Und dann gleich noch mit den Stiften Punkte machen, ne? Also das, wenn man das Medium wechselt oder das Werkzeug, das Tool in dem Fall ja, dann hat man natürlich auch verschiedene Größen. Ne? Jetzt sind es kleinere Pünktchen, gleich mit dem Bleistift, mit der Radiergummi-Rückseite sind es dann größere Punkte. Ja, und so wechsle ich dann mit den Farben jetzt dann die Pünktchen.
und ja, komme dann so langsam auch zum Ende. Das wird diesmal ein kürzeres Video. Es war auch eigentlich relativ diesmal schnell gemacht, weil ich wusste sofort, was mir ungefähr vorschwebte. Musste da nicht lang überlegen. Einfach gemacht. Einmal so im Flow mit den Farben und dann war es auch schon fertig. Ja, jetzt umrande ich das Ganze. Mache ich auch schon mal gerne, dass ich das mit dem dicken schwarzen Stift so umrande. Meine Karten oder Text oder wie auch immer. Hatte mit dem weißen Gelstift noch so ein bisschen Akzente gesetzt gehabt. Und da werde ich dann gleich nochmal auf dem, ganz zum Schluss, auf dem schwarzen Rand, werde ich mit dem weißen Gelstift dann auch nochmal so kleine Punkte machen. Fand das dann auch nochmal ganz nett. Jetzt habe ich dann nochmal geguckt, was ich an Stempeln habe, so mit Punkten und Dots. Und hier mit so einem Schmierblatt, wo ich immer so Stempeltests drauf mache, da stanze ich mir jetzt noch so ein paar Teile aus, weil irgendwie finde ich das noch so ein bisschen nackig. Und klebe dann jetzt noch die ausgestanzten Dots da drauf. Und ja. Thank you.
jetzt gucke ich, ob ich da vielleicht doch noch ein bisschen Schrift und nehme extra nur so ganz wenig auf, damit da wirklich nur so ein Schatten, wie so ein Schatten praktisch im Hintergrund ist. So eine Schriftschattierung sozusagen. Also das sieht man kaum. Soll auch so sein, dass man das kaum sieht. Alles andere soll ja im Vordergrund stehen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ist mein Tag fertig. Jetzt habe ich noch umrandet, also die Punkte um den Rand drauf gemacht. Und ansonsten bin ich so zufrieden damit. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Lass mir gerne einen Kommentar da, ein Like, wie auch immer. Ja, jetzt packe ich den noch in meinen Ordner, wo alles andere von der Missing Inspiration drin ist. Und ja, am Ende blende ich dir dann nochmal den Tag ein. Ja, da ist er. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du magst, wenn du Lust und Laune hast, hören, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.